einfach, dass wir nicht Also, so dein Level, viel die Belohnung verwerfen. hast du eigentlich schon gekriegt. Du hast ja aus der Level abbekommen, die du Ja, seitdem jetzt schon schon. klar. Das Seid habe ihr jetzt schon ich, an Punkte aber vergeben, trotzdem. oder? Der Effekt ist Nee. wunderschön. Punkte kriegst nur du, deine Ein Punkt kriegt 50 nur ich. Ihr plus habt die wenn Punkte dieser ja Effekt schon. jemals auftritt, möchte ich, dass er sich stackt. Wenn Welcher? das Ziel getroffen wird, trägt er plötzlich eine Baseball-Cap. Ich hebe jeden einzelnen Hit, die Baseball-Cap. dieses Ziel bekommt, dass noch eine Baseball-Cap obendrauf Ja, jetzt verrate nicht zu viel. Wenn das passiert, dann ist das keine Überraschung mehr. Ich habe jetzt schon wieder 90% vergessen, außer den Sachen, die in der Runde passiert sind. Also komm. Aber der Stream vergisst nicht. Das ist dann Der auf YouTube. Stream wird nicht geguckt. Ja, aber Das ist auch noch ein Fakt, ja. die YouTube-Videos, die ich dann hochlade, Ja, das die stimmt. werden erstaunlicherweise geguckt. Die haben schon ein paar Was? Aufrufe. Also den ersten Teil, den ich schon hochgeladen habe, der hat schon einige Aufrufe. 8.1, der hat schon. 8.2 kommt jetzt die nächsten Tage. Guck mal an. Ja, also kann ich jetzt direkt mal 50 Punkte vergeben. Jetzt hier können wir Du direkt im darfst Stream deine machen. 50 Punkte vergeben, der Rest hat ihre ja Können schon. wir jetzt direkt schon gleich im Stream machen, kann ich gleich mal Okay, sagen. ein muss ich noch. Okay. Es sind so verschiedene Effekte, wo die Targets nicht mehr angreifen können, es sei denn, und zum Beispiel hier, Target can't make attacks while wearing clothing. Sie können Bitte nicht angreifen, drinstehen. solange sie Kleidung tragen. Ja. Oha. Nice. Nein, geil. Okay, einfach, Leute, einfach um mein Ego zu stärken, einfach um das irgendwie hinzukriegen, muss ich jetzt mal 10 Punkte auf Axt geben. Muss einfach mal, gehe Mach ich einfach mal das. Du, kann, 80. du kannst dir auch 80 auf 50 Punkte auf Axt. Axt geben, von mir aus. Dann triffst du halt immer 80, bei das normalen ist. Angriffen. Es ist halt einfach. Ja, Ja gut, ich schaff's kein auch. Ihr Problem. müsst es eigentlich auch mit 80 auf Axt schaffen, aber ich weiß nicht, irgendwie, wenn ich Ja, mies eigentlich läuft schon. oder irgendwas, Ich habe eigentlich 10 schon, nochmal aber. extra auf Wahrnehmung gekloppt Okay, dann mach ich und nochmal. als Ich hau nochmal nochmal. 10 auf meine Keule, da Kampf jetzt von körperlich isoliert ist. Ich hau nochmal. Okay, ein 10 habe ich. Dann Nein. hau ich nochmal 20 auf stumpfe Waffen. Auf jeden Ja. Fall, das ist halt für wichtig. Damit habe ich jetzt Wo ist 60 auf Gimp? stumpfe Ich habe mich Waffen. verrechnet. Wo ist 10 Punkte? Fernkampf, ja. Dann haben wir noch einen, dann habe ich noch einen auf, also noch 10 auf Fernkampf. Dann habe ich 50 auf Fernkampf und dann packe ich noch 10 auf Alchemie. Habe ich da noch 8. Also ich Habe ich meine, jetzt. wenn du jetzt irgendeine Fähigkeit mitgekriegt hast von anderen Leuten oder die dir einfällt, kannst du dir die auch gern geben. Nö, das reicht für Das erstmal für dir. habe ich Ich, die ganze also, Zeit wie gesagt. verrechnet. Ich Also. habe nicht 10 Aufkampf, sondern Ich 11. finde das gut, dass so ist das, Ah, glaube ich, ganz solide. na Das dann. ist dann so ein bisschen. Jetzt habe ich 80 auf Axt. Damit müsste ich selbst. Ich meine, selbst in dieser Runde hätte das schon einiges gebracht. Also da hat schon. Er hat Ja, schon da hättest du mal. ein, zwei Mal mehr getroffen. Ein, zwei Mal hatte ich 74, 75 gewürfelt. Irgendwie, das wäre dann schon jetzt da. Das hat schon einiges. Alchemie Lieber habe ich ja, jetzt sich 80, der dann. generelle Überdenk Wert dann, nochmal. stumpfe Der Waffen letzte Gegner 60. hatte einen Paraderwert von 30, also. Ja, Welchen aber Wert also meinst mit du? 80 ist das Ja, jetzt zum schon. Beispiel der generelle Wert von Kampf, der berechnet sich ja Das aus ist den einzelnen Fähigkeiten. einzelne Fähigkeiten geteilt durch 10. Genau. Das nächste Mal, wenn ich Punkte kriege, muss ich auf jeden Fall Waffen loswerfen. Das packen. Weil meine 20 bei Waffen los sind einfach. Hat nie geklappt hier. Nein. Okay, den Einfach Effekt finde um. ich auch Eigentlich super. hätte ich das diesmal schon machen müssen, weil den Stein nicht waffenlos durchs Fenster werfen müsste. Hat mich fast Alle getötet. innerhalb von 20 Metern fühlen Schmerzen, wenn sie Musik hören. Oh, ja. Das macht Sinn Zählt bei dir. waffenlos dann Gott, zu dann würde ich die Kampf? ganze Zeit schreien, das ist ja schlimm. Waffenlos zählt, wenn du über 60 hast als Kampfwert. Dann haben wir meine Okay, das dann Kampfdabung macht auch Sinn. aufgepeppt. Zusätzlich, weil ab da bist du halt nicht mehr irgendjemand, der in einer Bar jemanden verprügelt, sondern da bist du halt gut genug, dass man dich als professionellen Boxer oder so einstufen kann. Gut, willkommen zum Was wäre wenn? Sonst. Ja, alles klar. Was wäre denn wenn gewesen? So, Anfang war Der interessant, Braun. Oh, weil. nein, nein, nein. Wieder Werbung hier. Ach, YouTube Audio. War es wieder Harry Potter? Nee. War es irgendein Dating-Coach? Es war Rasierer-Werbung, das ist. Ah, Manscaped. Verstehe. Nee, ich nenne die Marke hier nicht.
Oh, ist eine solide Marke. Solange ich nicht dafür bezahlt werde, sage ich nicht, was so. Ja, gut. Also, yeah. Fangen wir am Anfang an. Höhle habt ihr so abgeschlossen wie erwartet. Kurz vorbereitet und dann ab geht's. Die Höhle, das war das vor der Zeitreise. Vor dem ja, genau, das war das okay. Intro, mehr oder weniger. Das mir immer noch ein bisschen unangenehm ist, aber. Ja, um dir mal zu sagen, der Text, den habe ich ja vorgelesen, der war absolut gar nicht peinlich. Das hättest du ruhig vorlesen können. Den brauchst du dir gar nicht peinlich. Das braucht dir gar nicht peinlich zu sein. Ich hasse halt Dialoge, weil ich es halt nie im Leben so rüberbringen könnte, wie es gedacht ist. Dann schickst du. Das ist das Problem. Da musst du mich nächstes Mal fragen für Zwergischreden und für dich Dialoge. Nächstes Mal frag irgendjemand, ob der das für dich vorliest, weil das war wirklich, das fand ich wirklich am Anfang ein bisschen. Ja, das hat uns A rausgerissen aus der Sache, wo wir waren, und B war es auch wahnsinnig unprofessionell. Ja, das tut mir auch leid. Ich kenne jetzt meine Schwäche, dass ich mit Dialogen meine Probleme habe. Wenn du einen Dialog hast, wenn du irgendeinen Text hast zum Vorlesen, teile sie uns zu. Wenn du 4 Dialoge hast, sag, jeder muss eins vorlesen. Das ist einfach schreiben. Es ist nicht das Ding, das ist, wenn du da nicht. Oder wenn du. Es war aber auch wirklich nicht wirklich schlecht. Also so ist es nicht. Ja, du musst dich da gar nicht schlecht fühlen oder so. Du musst dann kannst ja, Bescheid sagen oder dann macht es einer von uns. Wenn du gut formulierten Text brauchst. Ich kann dir was schreiben. Ich habe meine Reden, die ich veröffentlicht habe. Ja, es ist mir einfach irgendwie unangenehm. Ich weiß nicht ganz warum, aber. Jomi liest es dann Korrektur. Mit Vorlesen habe ich meine Probleme. Selbst wenn es nicht von mir geschrieben ist. Es tut mir auch leid, das wird auch nicht nochmal so vorkommen. Dann wirf's. Das kann ich versprechen. Wenn du für nächstes Abenteuer wieder. Ich fand's gut, den Text. Das ist den. Der ist aber völlig. Ich finde ihn eigentlich auch in Ordnung. Der ist aber dadurch komplett. Auch wenn ich ihn davor gelesen habe, ist er komplett untergegangen, dadurch, dass das davor lief. Also, wenn du den episch rüberbringst, gib uns den. Wie gesagt, der Thema Fehler wird nicht nochmal passieren. Das ist der Punkt, den ich daraus mitnehme. Den Text. Den Text, was ich nicht hinkriegen werde. Den Text sollst du schon machen, aber gib den an uns weiter. Ja, genau. Das ist, denke ich, das Beste. Gut, dann sind wir. Dann hatten wir die Sänger dort im Raum, die Typen dort. Was das war, werde ich jetzt nicht sagen, das könnt ihr noch rausfinden. Okay. Aber. Hätten wir da irgendwas entscheidend anders machen können? Hätten wir da irgendwas. Nein, aufhalten, hättet oder? Ihr nicht. Es war ein Story-Element, was uns. Das war das Intro, da hättet ihr nicht viel machen können. Das war die Zeitreise, die sein musste. Tja. Ja, gut. Dann wart ihr irgendwo auf der Straße, habt Leute gelootet, die zufälligerweise einen Schwertfisch dabei hatten. Der nie eingesetzt wurde. Ja. Ich hab den doch nicht mitgenommen. Du hast den mitgenommen. Ich hab ihn mir angeguckt, ein bisschen geschwungen, aber immer ins Inventar eingetragen habe ich ihn nicht. Ach so, dann. Was ist, wenn jetzt einer die Fähigkeit bekommt, dass er unter Wasser atmen kann, wenn ein Fisch im Mund hat? Das will ich sehen, wenn du einen fucking Schwertfisch in den Mund nimmst. Dann lutscht er halt an der Flosse. Es gibt auch Schwertschlucker, mein Gott. So sehr stehe ich auch wieder nicht auf Deep Throat. Nicht? Den Eindruck könnte man aber bekommen. Ja. Nur zu besonderen Anlässen. So. Gut. Ja, ich sag mal so, der Loot, den ihr an irgendwelchen Leichen oder so gefunden habt, der war weder geskriptet noch sonst irgendwas. Da habe ich einfach gewürfelt, habe irgendeine zufällige Seite in meinen Random Tables aufgeschlagen und habe euch das gegeben. Was mich mal interessiert, wo, an welcher Stelle der Karte sind wir eigentlich aufgetaucht? Wo war der Punkt, wo wir raus? Das habe ich euch gezeigt. Das war... Ganz genau. Ne? Also dort an der. Okay. Da, an dieser Hauptstraße. Von dort aus sind wir dann nach unten und nach oben gelaufen. Das war dann, ja. Ja, genau. Ihr seid quasi so genau mittig zwischen allen drei Punkten. Also, wir hätten auch direkt zur Brücke gehen können und damit das. Ja, genau. Dann hättet ihr direkt, da hättet ihr direkt die Quest gekriegt. Da hättet ihr direkt den Kampf gehabt.
Das hätten wir sofort abkürzen können und hätten direkt gesagt, das war da. Ja, ja, die hätten euch dann geschickt, dass ihr noch in den anderen zwei Orten irgendwas holen oder nachgucken müsst. An die beiden Orte hätten wir nicht überspringen können. Nee, das waren die Orte, die geplant sind. Für da drüben habe ich noch nichts. Ich meine aber auch so, Atme ist ja auch so dann einfacher, weil die schon direkt am Anfang von uns ja begeistert, überrascht waren, beeindruckt waren, dass wir eben das Museum überlebt haben. Ja. Ne, also von daher Jacke wie Hose, wie rum wir es gemacht hätten. Ja, aber erstmal seid ihr in dieses Hotel, was weder geplant war, noch vor dieser Runde existierte irgendwo. Und habt euch da entschieden, nicht gegen die drei Goblins mit insgesamt pro Person knapp 20 Lebenspunkten zu kämpfen. Ja, das war ja klar, das war uns klar, zumindest mir war es klar, dass die nicht zu viele Attackenpunkte haben. Ist klar. Da hatte Levi reingeguckt, hat gesagt, das ist alles Schrott, und dann haben wir gesagt, nö. Ja, wir hatten keinen Bock auf den Kampf. Ja, es war halt auch alles Schrott. Das ist halt so deren Ding. Sie haben zufällige Inventare, aber alles davon ist scheiße. Aber da hatten wir dann auf dem Dach, da hatte ich dann die Fahrstuhl-Sache mitgenommen. Das ist die, ich immer noch im Inventar habe. Und ich habe das Hackerball gefunden. Warte. Das war im Endeffekt nützlich. Wo steht's? Ich habe das bei mein Inventar ist unübersichtlich. Hier zwei Knopfsammler. Hier zwei Knopfsammler habe ich mitgenommen. Ja. Immer noch. Kann man auch am Platz gebrauchen. Dass ihr wirklich den Aufzug mehr oder weniger gelootet habt. Ja, hätte man da noch irgendwas machen können im Gebäude, irgendwie einen Fahrstuhl intakt kriegen oder irgendwie da. Wenn ihr es versucht hättet, hättet ihr es bestimmt geschafft. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was da passiert wäre, weil das Gebäude war nicht geplant. Okay, das hättest du uns einfach überlassen. Ich hätte überlegt, ob ich was aber nicht passiert ist, weil ich mir den Fahrstuhl gar nicht angeschaut habe. Wo ich dann auch gesehen hätte, dass das alles so Kabel sind, die aus einem Metall bestehen, einfach mal so einen Stromschlag reinzuschicken. Ja, das hättest du machen können. Hättest den Fahrstuhl vielleicht gestanden, wäre der Fahrstuhl dann kurz übergeladen und wir wären alle durchs Dach wie mit einer Rakete irgendwo hingeknallt. Ja. Wir wären auf dem Turm gelandet. Zum Beispiel. Ja, den Turm, den haben wir ja dann gesehen, habt ihr ja dann gesehen, als ihr dann hochgestiegen seid aufs Dach und dann 69 gewürfelt habt. Den Turm habt ihr gesehen und dank der 69 sieht er aus wie ein Penis. Ja, perfekt. Das haben wir jetzt auch noch. Das haben wir jetzt im Zug, in Teil 3 haben wir das jetzt auch noch die ganze Zeit vorm Auge. Ja, danke. Das ist jetzt Fakt. Die Welt hat so entschieden. Wir müssen einfach mit Photoshop mal den Turm aus Leisure Suit Larry ausschneiden und da hinten hinpacken, damit das aussieht. Das darfst du gern machen. Das soll man gern tun. Ja, dann waren wir Richtung Bibliothek unterwegs. Ja, dann wart ihr Richtung Museum unterwegs. Habt ihr diese random Toten gefunden mit zufälligem Loot, wo ihr wieder exorbitant viel Glück hattet. Hätten wir da irgendwie schon sehen können, also hätte unser Zauberer zum Beispiel sehen können, dass das versiegelt ist und dass da was Böses drin lauert, dass wir da nicht reingehen sollen, oder? Deshalb habe ich euch mehrfach Wahrnehmung würfeln lassen. Ihr hättet ein lauter werdendes Pfeifen gehört, okay, dass ihr nicht identifizieren könntet. Wir hätten schon was sehen hätte können. Euch schon was ihr hättet was hören können zumindest. Wir haben Post. Aber uns. Schön. Ja, habe ich. Moment. Aber uns da. Aber nicht reingehen, also irgendwas, was uns sagt, hier werdet ihr drin sterben, hier könnt ihr drin. Ich bin ja extra nochmal zum Tor gegangen, nachdem ich die Zeichen lesen konnte, und es war immer noch kein Hinweis da drauf. Es war halt magisches Graffiti. Sollte halt einfach so sein, dass wir da. Zumindest eins und. Und dabei draufgehen, das war wirklich auch möglich, absolut möglich. Das Ding hättet ihr auch nicht irgendwie töten können oder sonst irgendwas. Es war als reine Geschicklichkeits-Challenge gedacht. Es wäre auch theoretisch möglich gewesen sein, dass die Hälfte des Teams da einfach dran drauf geht. Das hätte durchaus möglich sein können. Das hätte passieren können. Das ganze Team. Dann wäre das Abenteuer vorbei gewesen, wenn alle vier, wenn man es zu blöd angestellt hätte. Ja, dann wärt ihr gegen das gestorben und hätten wir die Runde beendet. Ja.
Wenn alle vier sterben, müssen wir die Runde beenden. Müssen wir sagen, jo, wir sehen uns beim nächsten Mal mit neuen Charakteren. Ja. Die Beschreibung von dem Vieh hat euch jetzt nicht irgendwie was gesagt, so allgemein, oder? Nö. 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 Ich vermute, dass das wieder aus deinem, deinem Krakenabenteuer ist. Ja, in der Tat. Fällt auch der Name gerade nicht ein, so unbekannt ist das mir. Ja, ich sag mal so, wer Berge des Wahnsinns gelesen hat, hätte drauf kommen können, was das ist. Ja, das ist leider. Und hätte vielleicht auch im Nachhinein merken können, okay, das ist mit dem Symbol gemeint. Ist leider für uns, glaube ich, nicht so wirklich. Ja, gut. Hätte sein können. War mehr oder weniger Anspielungen für mich, weil ich da gerne Elemente drin hatte. Na dann. Ja. Wichtig ist nur, dass man es mit Magie hätte euch halt verdaut. Wenn man es mit Magie rechtfertigen kann, ist dann. Ja. Ja, und das Wichtigste ist natürlich, der Magier hat seine Hose verloren. Hm. Ja. Und das nur, um euch alle den Arsch zu retten. Und um von mir ein zustimmendes Nicken zu bekommen. Und hätten wir da. Was? Da waren ja. Also ich das hat mir auch sehr viel bedeutet. Ich war in der Kammer voller. War in der Kammer voller Rüstung. Das ist, was hätte ich denn. Du hast gesagt, du warst fies. Du hast gewürfelt, dass du fies warst irgendwie. Ja, hast mir dann diese SS-Uniform gegeben. Und was hätte ich denn anderes? Was wären meine Möglichkeiten gewesen, nicht da? Ich hatte noch zwei Optionen. Ich hatte einmal die, weil. Ich meine, ich fand's gut, ich find's unheimlich cool. Gut, dass man das diese Wendung. Das, einfach dieses Meme-Charakter von dem Zwerg in der SS-Rüstung mit Straßenschild ist so trashig. Die Idee kam mir halt, weil ich in D&D mal einen richtig hart rassistischen Zwerg gespielt habe. Es passt. Sowas mit einbauen will. Und ich muss leider. Und ich muss leider sagen, es passt auch irgendwie zu dem Zwerg, dass er den Orkass und so weiter. Deshalb ist dieses Element mit reingerutscht. Und das zweite wäre gewesen. Ich finde es so traurig. Das zweite wäre halt gewesen eine komplette Vollplatten-Stahlrüstung. Ah, okay. Die hätte ich langsam gemacht und dir ein bisschen schlechteren Angriffswert gegeben und Abwehr, aber. Beziehungsweise Parade und. Du wärst halt, ich glaube, 50 Rüstungspunkte geschützt gewesen. Ich finde es schade, dass wir übrigens immer noch keine Orks getroffen haben, weil es ist einfach. Das ist einfach mal den. Ich muss irgendwann. Ich wollte irgendwann irgendwie einfach mal den Pegida-Ortsverband gründen, den dort. Ist dort. Einfach ja, wie gesagt, das gibt's. Kommt noch, glaub mir. Orks raus! Spätestens wenn ihr mit der Story hier durch seid, kommt das. Die verdammten Orks nehmen uns unsere Kinder weg und unsere Arbeitsplätze. Mhm. Ja. Okay, also das Museum habt ihr ziemlich gut gemacht für. Ich nur mal kurz unterbreche, weil mir das gerade einfällt. Hast du noch im Stream noch 15 Minuten Zeit? Modi? Ja, klar. Ja, gut. Warte im Text. Gut, dann. Das habt ihr geschafft. Dann kam die Kirche. Da müssen wir, glaube ich, nicht viel zu sagen. Ich hätte noch eine Frage zum Museum. Gibt es nur noch irgendwelche anderen Räume oder war das einfach random rausgewürfelt oder wie? Ich habe vier Räume gemacht. Die Reihenfolge war nur verschieden. Okay, wir hätten nicht irgendwas anderes noch kriegen können, auch irgendwie. Nee. Was wäre der vierte Raum denn gewesen? Ihr wart, glaube ich, in allen, oder? Nee. Doch. Ja, dann zähl mal auf, wenn's. Nee, Quatsch. 3 und 4. Stimmt, ich hab euch nur in 3 gehen lassen und dann das Event. Der vierte wäre ein Raum voll mit ausgestopften Tieren gewesen. Verschiedenen. Also Da hätte mein Waschbär die Krise bekommen. Hättest mir gleich geistige Gesundheit auf 0 gedreht, wenn du mich da reingeschickt hättest. Das ist in dem Moment hätte ich realisiert, dass mein Stoffhase nicht echt ist und der ausgestopft ist. Und die Wahrheit zu verkraften, das hätte mich für den Rest des Abenteuers, das macht ja, den genau, Gorin. Das heißt, bei den Räumen hattet ihr auch relativ viel Glück, dass der nicht kam. Darfst den Gorin niemals erkennen lassen, dass sein Hase nicht echt ist. Sehr stark zitterndes Bündel Waschbär im Rucksack gehabt. Und einen stark zitternden Zwerg, den ihr auch noch als Bündel mitschleppen könnt. Dich packe ich nicht in meinen Rucksack. Mhm. Das ist. Nun denn? Also, Kirche haben wir gesprengt, dann ging's weiter. Ja, die Kirche war danach nicht mehr da.
Ja, davor hatten wir noch, wir hatten verschiedene Räume. Haben wir alles gefunden in der Kirche, was wir finden konnten? Oder? Ja. Haben wir komplett gelootet. Ja, der Hauptloot war die Peitsche, der Kampf und die zwei Waffen. Und die Sachen, die wir, die Tetrapacks voller Wein und die Sachen, die wir dort. Das war auch im Keller gefunden haben und so. Für euch schon. Ich habe mir es aufgeschrieben unter kirchentypische Nahrungsmittel. Was denn haben wir nicht gefunden? Das war ja das Brot. Dafür das Brot. Ja, ist ja eine andere Religion, dass das ja nur ist, dann kann ja das. Gut, dann das gute Schimmlige. Wie hätten wir den Kampf denn vernünftig nach deinem, wenn wir den nicht in die Luft gesprengt hätten? Die Kirche nicht in die Luft. Wäre das dann gelaufen? Die guten Damen hatten. Sie hatten 30 Leben plus 30 Rüstung, außer gegen Magie. Also ein paar Feuerbälle rein, dann wären die Geschichte gewesen. Ja, ich war halt echt überlegen, ob ich mit Feuer arbeiten soll, weil die ja selber so Feuer genutzt haben. Deswegen hatte ich halt erstmal bei der ersten Dame probiert, die halt ins Loch zu schmeißen, weil das schon einfach mein Plan war, deswegen habe ich mich auch hinter dem Loch aufgestellt. Ja, das ist verständlich. Sie hat halt gut gewürfelt. Beziehungsweise sie war halt kräftig genug. Und du hast eine schwache Telekinese, von daher. Ja, aber dafür hat die Telekinese dann 10 Würmer und 2 Füchse beschworen. Ja. Ja, und ab dem Punkt war es halt klar, selbst wenn es jetzt 10 Füchse gewesen wären, da hätten die halt keine Chance gehabt. Die haben 30 Leben. Ja. Gegen alles Magische, von daher. Ja, war schon witzig. Ja. Aber das ist halt 10 fucking Würmer und keinen einzigen Punkt Schaden für uns. Ja. Das war auf jeden Fall gut. Das war göttliches Würfelglück. Ja. Auf jeden Fall. Ja, dann kam die Brücke, die habt ihr so gemacht wie geplant. Wobei, es hätte auch wirklich die Option gegeben, dass ihr euch da durchkämpft oder dass ihr versucht durchzuschleichen. Ja, das ist. Ich wollte es mal friedvoll lösen, das war da nicht die. Das war da nicht schon durchkämpfen, eine Option, durchschleichen, das haben erst im Dorf der letzte Runde auch schon sehr gut geklappt. Ja, wir hätten also auch durchschwimmen können, aber das hätte ich nicht geschafft. Ich sag's auch gleich, um den Werwolf wärt ihr nicht rumgekommen. Die wären woanders aufgetaucht. Ja, genau. Beim Schleichen wäre er nach der Brücke aufgetaucht und hätte euch erwartet. Und beim Kämpfen hätte er euch, glaube ich, nach dem dritten besiegten Gegner erwartet, zusammen mit 2 schwer bewaffneten anderen Typen. Ja gut, da wäre der Kampf gegen den Werwolf aber ein bisschen schöner gewesen, weil der enge Raum war echt... Ja, das war halt die Option. Schöner enger Raum, schöner Bosskampf. Mhm. Eigentlich hätte jeder Treffer von euch treffen müssen und jeder von ihm. Ja. Darauf war es ausgelegt. Hat bloß nicht. Ist es nicht geworden. Ja. Ich mit jedem Treffer einfach verkackt, das war einfach zu unlucky. Das war... Ja, wir hatten aber alle scheiß Würfel. Hoffentlich nächstes Mal irgendwann mal vernünftige Würfel. Ja, ich bin schon gespannt, wann eure Artefakte endlich mal zum Einsatz kommen. Ja, ich muss meine Axt mal irgendwann mal richtig einsetzen können, dass da mal irgendwann mal... Du musst vor allem mal irgendwie damit umbringen. Das habe ich noch nie gemacht. Das ist noch nie was... ich habe literally noch nie einen Treffer damit gewirkt. Ist mein Armreif ein Artefakt? Ja, offensichtlich schon. Wird demnach zu urteilen, dass ich die Geige nicht mitgenommen habe. Ja gut, den hast du random gefunden, hast du magisch ist, haben wir auch, ist auch lucky gewesen. Jo. Den Zauber habe ich mir spontan danach ausgedacht, welcher es ist. Das sieht man dann irgendwann mal. Ja, wenn es mal greift. Tja, mal sehen, was es wird. Auf dass du den Zauber nicht aus der Netlibrary raus hast. Nein. Wobei, da gibt es echt geile Effekte dabei. Da sind super Effekte dabei. Diese Liste wirkt halt, als hätte jemand sich wirklich hart weggekifft und dann angefangen zu schreiben. Oh ja. Hat er bestimmt auch. Also wirklich so alle Bäume im Umkreis von 20 Metern verwandeln sich in Schwämme. Ja, bestimmt war das auch so. Oder Käse. Käse. Oder ja, nicht zu viel vorlesen hier wieder, das ist das Spoiler-Event. Oder alle innerhalb von 20 Metern werden polymorphed in Kobolde für 1d6 Tage.
Ja, jetzt nicht zu viel vorlesen hier, das ist das ja, eventuell. Ich kann nicht so viel vorlesen. Wenn ich alle vier vorlesen würde, dann wäre das länger als der Stream. Ja, mach trotzdem. Bisher. Irgendwann passiert es dann wirklich und dann sind wir nicht mehr überrascht. Überrascht sind wir so oder so. Ja, also ich habe mir die Nummern von den einzelnen Dingern nicht gemerkt. So viel kann ich sagen. Ja. Was die restlichen Sachen, die ihr so gefunden und mitgenommen habt, noch machen, werden wir dann sehen. Also ich weiß schon, was das Pornoheft macht. Ja. Vor allem das. Es erwärmt alle einsame Nächte. Ja gut, aber itemtechnisch bin ich die Runde echt schlecht weggekommen, ne? Das glaubst du. Das glaubst du, dass du schlecht weggekommen bist. Ja, und das Fenster. Itemtechnisch? Der Bosskampf mit dem Fenster. Glaubst du, dass du damit schlecht weggekommen bist? Das Einzige, was ich für meinen, was ich jetzt sehe, ganz gut bekommen habe, war der schwere Mantel. Ja, der ist zum Beispiel auch echt gut, das ist eine ordentliche Rüstung. Ansonsten habe ich noch den Revolver, das Werwolfsherz und die Fachbücher Medizin. Ja, und das, was du der Leiche sonst noch so abgenommen hast. Das ich sag mal so. Okay, das Doktik, mehr habe ich also nicht. Na gut, ich meinte eigentlich im Endkampf, weil ich sag mal so, befasst dich mal mit den verschiedenen Werwolf-Mythen. Du hast den Gürtel noch bekommen. Mhm. Also ich sag mal so, ausgerechnet der mit dem Wurm und allem anderen. Der Bosskampf, gut. Der eigentliche Bosskampf der Herzen war ja der Kampf zwischen Gorin und dem Fenster. Das war legendär. Das war einfach, dass da der Stein mich einfach so gekrittet hat. Vor allem musst du gerade jetzt erstmal Werwolf und Gürtel googeln. Ja. Dass man so fehlen kann. Weil das sagt mir nämlich auch überhaupt nichts. Mit einem Stein die Scheibe einwerfen, das ist. Oh. Soll ich dir? Ja. Oh. Exakt. Oh. Ja. Soll ich dir meinen Stein geben und eine Scheibe geben? Okay, das und dann ist nice. Das ist echt nice. Das und dann ist versuch einfach. Nice. Ja, versuch mal einfach mit einem Stein nicht die Scheibe einzuwerfen. Hallo. Das ist einfach. Es ist so einfach, mit einem Stein eine Scheibe einzuwerfen. Versuch es einfach mal nicht zu machen. Ja, du hast den Fensterrahmen getroffen und dich selbst ausgenockt. Gewöhn dich das. Ich glaube, den Gürtel könnten wir Tavos geben. Das passt besser. Jetzt ziehe ich meinen Waschbär an, einfach nur um zu gucken, was passiert. Das ist Klassiker. Das ist Klassiker bei jedem. Noch wissen eure Charaktere nicht, was er macht. Also, ja, aber wartet mal, wenn wir es rausfinden, will ich wissen, was passiert, wenn ich Marv den anziehe. Dann überzeugt den Zauberer mal, den wieder herzugeben. Moni, jede Wohngegend und die Kinder in der Gegend hat, die wissen, dass Fußball... Ich wiederhole, du hast halt den Fensterrahmen getroffen. Die Fußbälle, die durchs Fenster fliegen, das ist halt einfach, das passiert aus Versehen und einfach so nebenbei und ungewollt. Das Fenster hatte 5 Lebenspunkte. Fenster haben so eine magische Anziehung auf Sachen, die sie zerstören können. Hättest du den Stein getroffen, wäre das Ding einfach weg gewesen. Stein. Aber du hast ihn nicht getroffen, weil du irgendwas anderes erwischt hast, wovon es abgeprallt ist und dich ausgenockt hat. Dass ich das verkackt habe, das ist einfach. Deshalb habe ich auch gestaunt, wie schwer das Ding ist. Wenn du 10 Kilo Felsen genommen hättest, dann hätte es auch viel schlimmer enden können. Ja, hätte mich umgebracht. Du warst nur ein Ziegelstein. Wie deprimierend wäre das? Wenn ich dann gestorben wäre. Ja. Stell dir mal vor, du stirbst halt 10 Meter vorm fucking Bosskampf, weil du gescheitert bist, daran eine Scheibe einzuwerfen. Ey, ich hab damit. Ich bin auch ganz ehrlich, wenn es dir dann halt dein 50 oder 100 Schaden gemacht hätte, dann hättest du ja 100 oder 50 Schaden gemacht. Ehrlich, wärst du halt tot gewesen. Ganz ehrlich gesagt, so sehr überrascht hat hätt's mich gar nicht, weil ich habe schon einen Charakter parat, weil ich schon sowas von davon ausgegangen bin, wenn du den Zwerg in die Zukunft schickst, ne, wo dass ich da irgendwo drauf gehe. Also ich bin eher überrascht, dass ich das heute geschafft habe, dass ich da durchgekommen bin.
ich hatte schon für den dritten Teil einen Ersatz-Avatar, den ich dann gespielt hätte, wenn der heute irgendwo zugrunde gegangen wäre. Das ist... Das war Bullshit. Du warst sehr kurz davor. Und ich denke auch in zukünftigen Abenteuern... Ja, kannst von Glück sagen, dass ich dich retten konnte, du. Ich werde. Ja, du hast viel von deinem Instant-Heil-Zeug verbraucht heute. Ich werde bestimmt Nein. irgendwo in einem. Ich hoffe mir das eher für einen Kampf, dass ich das irgendwann in einem Kampf einfach mal falle. Aber. Ja, irgendwann ist das. Ich meine, der Gorin ist fürs Sterben vorgesehen. Der wird irgendwo mal in einem Kampf. Der wird in einem Kampf mal irgendwann sterben. Ja. Wenn nicht in Teil 3, dann in Teil 4 oder so, das wird dann irgendwann mal. Ach ja, eine Sache, falls ihr tatsächlich versucht, durch den Fluss zu schwimmen, dann werdet ihr draufgegangen, weil das gesamte Ding von oben bis unten jeder Zentimeter vermint ist. Also. Oha. Au. Also dann wäre der ganze Fluss explodiert und ihr mit. Ich meine, alleine so wie ich den Charakter spiele, ist der einfach, der ist. Das Zwergisch, dass man halt einfach das so eigene Sachen machen, jetzt einfach mal aufbrechen, während die anderen da noch sind, allein losziehen und so weiter. Also die Sache, dieser Charakter muss irgendwann mal, das ist einfach, der ist dafür geschaffen, dass der irgendwann mal eine dumme Sache macht und der daran zugrunde geht. Ja, daran gibt es keinen Zweifel. Der hat ein Ablaufdatum, das ist gut so. Ich finde das völlig in Ordnung und das macht Spaß, den so zu spielen und ich bin... Das ist doch die Hauptsache. Leben in dem Fluss plus keine Fische? Jetzt nicht mehr. Der Charakter ist darauf ausgelegt, dass er... Ist eigentlich ein Wunder, dass er noch existiert, das ist aber... Dafür ist der Fluss eine leckere Fischsuppe. Also ich habe jetzt mit... Irgendwo muss das Schleimding ja auch hergekommen sein, ne? Ich habe mit Gorin... Ich wollte mal sagen, ich habe jetzt mit Gorin schon 3 Abenteuer bestanden. Also die Proberunde und jetzt die 2... Ja, das überrascht mich jedes Mal aufs Neue. Das ist ein unnormales Lebensalter für den. Ach ja, geistige Gesundheit. Irgendwas da noch. Geistiges Gesundheit, das hat uns gar nicht... Irgendwie haben wir nur die 2 am Anfang, aber ansonsten... Ja, ansonsten Schleime kennt ihr, Werwölfe sind jetzt ungewöhnlich, aber ist jetzt halt ein Monster, was ihr töten musstet und ansonsten gab es nichts, was euch groß schockiert hätte. Gibt es jetzt irgendwie nach dem Abenteuer jetzt hier die Möglichkeit, haben wir jetzt schon, nachdem wir aus dem Haus raus waren, eine Pause gemacht, dass wir uns heilen konnten irgendwie? Oder ja, fürs nächste Mal seid ihr wieder voll. Okay, können wir machen. Weil ich habe jetzt noch am minus 38 Schaden, habe ich jetzt irgendwie noch. Ja, hätte ich mir das Heilkraut auch sparen können. Ja, hättest du. Mano. Sorry. Und geistige Gesundheit ist auch wieder auf 0 bei dem nächsten Abenteuer, oder? Ist die auf 2. Das Ding können wir wieder auf voll setzen, ja. Es war eigentlich nur dazu gedacht, dass diese Funktion existiert. Mhm. Alles klar. Und der Waschbär ist auch endlich mal zum Einsatz gekommen. Und mein Hase, den Hasen habe ich endlich mal eingesetzt. Den kam auch mal. Den Karl. Der wurde auch jetzt mal endlich eingeführt. Und die Fiola und die Florenmaschine habe ich jetzt 1-2 Mal eingesetzt. Ja, das war im Endeffekt unnötig, aber das war cool. Ja, die ganze Maschine ist unnötig, aber es ist. Ja, sie ist unnötig, aber cool. Ich glaube, das beschreibt sie ganz cool. Ja. Wie so viele Dinge im Leben. Es hat den einen Dingens doch in Kojoten verwandelt. Das war ganz lustig. Ja, und dann wurde er von einem Wurm zerquetscht. Egal. So ist das Leben. Klar, erst wirst du in Kojoten verwandelt und dann wirst du von einem fucking Wurm zerquetscht. So ist das Leben. Man kennt's. Das ist so mein letzter Dienstag. Ja, gut. Ich würde mal sagen, gibt es noch irgendwas, was zu klären gibt über das Abenteuer, was jetzt irgendwie noch unklar war, was Alternativen sind? Ja, das frage ich euch noch. Habt ihr noch irgendwelche Fragen? Oder? Ich hätte noch die Frage, ob wir noch irgendwo einen anderen NPC hätten treffen können, der irgendwie relevant gewesen wäre. Haben wir irgendwas verpasst, genau? Nö, habt ihr nicht. Zumindest nichts Geplantes. Ich hätte noch das Monster in dem Museum gegeben. Hätte uns entweder umgebracht oder wir wären geflohen, war richtig, ne? Ja, genau. Okay. Und irgendwo anders in einem... Das Ding nicht können. Irgendwo in einem random House
in einem random Haus, was wir noch erkundet hätten, irgendwie noch ein anderer NPC, den wir irgendwie im Fahrstuhl jemanden, der dort feststeckt seit. Wenn mir die Idee gekommen wäre, hätte das passieren können, ja. Wie gesagt, okay. Das Haus ist nicht geplant gewesen, es war komplett spontan. Aber nichts storytechnisches, nichts, was vorher geplant war. Nee, ich wollte euch da halt die Option geben, da jetzt mal einen leichten Kampf zum Einstieg zu machen. Und ansonsten... Ich würde mir tatsächlich was wünschen für Teil 4. Also Teil 3 wird jetzt wahrscheinlich eher so noch in dieser Welt stattfinden, in dem jetzt noch in dem im linken Teil der Map. Wenn wir dann, ich schätze mal, dass wir dann in Teil 4 wieder zurück sind in der Vergangenheit. Wenn wir dann in der Vergangenheit zurück sind, würde ich mir gerne wünschen, dass mal wieder mehr Charaktere, mehr Charakterbilder zu sehen sind. Ja, es gab ja halt nicht. Es gab diesen einen Militärtypen und das lohnt sich halt nicht. Das weil sieht aus, wie man sich Militärtypen vorstellt. Das können wir. Das würde ich für Teil 3 jetzt auch noch fortsetzen, selbst wenn es NPCs gibt. Das macht keinen Sinn, da jetzt die Weise zu ändern, jetzt für den in derselben Welt dann nochmal da jetzt noch andere. Ja, doch, fürs nächste Mal gibt es NPCs. Also mindestens okay, 4 wichtige. Und ein paar unwichtige sind geplant. Ja, wenn du also meinst. Es wird wieder mehr, aber dieses Mal war es halt einfach unnötig, weil es gab einen. Und der sieht aus, wie man sich's vorstellt. Punkt. Alles klar. Ja, gut, so gesehen gab es 2 mit dem Werwolf. Ja, der zählt nicht. Der war da, um euch mal. Nee, ich hab das mal einzuführen und euch dann eine Einfuhr zu verpassen. Ich hab hier ein Programm auch. Ich hab hier den Account auf der Website auch. Ich kann mir für Thumbnails, wenn ich da welche brauche, kann ich mir da auch was erfinden, da was erstellen lassen. Das ist ja so nicht das Ding. Habe ich ja schon für den ersten Teil gemacht, habe ich ja schon Sachen. Ja, ich würde dir übrigens empfehlen, mal so 40, 50 Bilder zu erstellen und davon das Beste zu nehmen. Dann funktioniert der Algorithmus besser bei dem Ding. Ja, manchmal, bei mir sind meistens schon die ersten Treffer ganz gut, weil ich da schon gute Sachen eingebe. Deswegen. Ja, denke ich auch meistens, aber dann probiere ich es aus und dann kommen doch noch deutlich coolere raus. Aber ja, ich glaube, dann sind wir soweit durch. Ich würde mal sagen, sind wir soweit durch. Außer ihr habt jetzt auch wirklich dringende Fragen. Ich hätte noch was zu fragen, aber das würde ich dann gerne. Bleibst du noch so lange dran, Mordi? Weil ich würde das gerne noch mit Wittner gerne noch mal besprechen. Das ja, kurz kann ich noch dranbleiben. Kein Thema. Ja. War doch ein erfolgreicher Stream. Erfolgreich. Hat Laune gemacht. Wir sehen uns in Teil 3 dann wieder. Genau, perfekt. Supidupi. Ja, planen wir dann, wann das ist. Ja, genau, schauen wir mal. Gut, na dann.